Hallo, hallo, hallo. Servus, Leute. Ich muss euch heute nochmal eins hochladen hier ein Replay. Ich weiß, wir haben schon so viel von Onkel Timmy auf dem Kanal, aber ich muss sagen, Moment. Egal. Das ist ein gutes Ding gewesen, mein lieber Mann. Er ist zwar Top-Tier, aber das muss man erstmal auf Gletscher bringen. Schauen wir mal. Ich glaube, es waren 9 Kills. Habe ich gedacht, komm, schau es das dir mal an. Jeremy! Okay, in Originale. Ja, ich denke mal. Moment, ich gehe mal auf Tim. Er fährt die Standardpose an. Das ist entweder hier. Oder hier, um die querfahrenden Heavys zu spotten. Aber warte mal, entscheidet sich hier für links. Jo, kann man auch machen. Schauen wir mal. Kann sein, dass ich ja. Was ist denn mit dem los? Ei, Herr Petten. L'abbiamo preso. Das hättest du. Da hast du ein bisschen gepennt. Da freut sich natürlich Tim drüber. Ich versuche mal nicht zu übersetzen, meine Italienischkenntnisse, wenn das hier mit Italienisch Sound so rüberkommt. Ich denke mal, er nimmt auch den Sound auf. Er spielt mit Originale Sound, werde ich nicht versuchen zu übersetzen. Schauen wir uns eher die Situation auf der Karte an. Also, Onkel Tim ist in die Posi gefahren. Sehr schön. Mr. Baguette fährt in die Posi, ist die zweite Standardposi, wenn du in einem relativ schnellen Met unterwegs bist, um hier die querfahrenden Heavys zu spotten. Aber ich wiederhole mich. Eine sehr gute Posi, vor allem ist er, hat er links ein bisschen Backup, also kann er hier schön arbeiten. Und tschüss, Mr. Patton. Ich denke, der Herr Patton hat nach diesem Spiel ausgemacht. Aber es ist nur eine Vermutung. Hey, guck mal, da haben wir noch ein Stückchen. Oh ja, Sonntagsessen. Dann nimmt er sich doch noch einen kleinen Heavy vor. Das ist doch auch nicht schlecht. Der hat auch gepennt. Was mit dem? Jawohl. Il malicolo cristrutto. Jo. Oh, jetzt muss er langsam aufpassen. Was haben wir denn da? Das andere Top-Tier. Leopard PTA ist vergleichbar mit dem Standard B. Also kann man ähnlich fahren. Und da muss er jetzt ein bisschen aufpassen. Herr Lanzen hält die Stellung. Sehr schön. Hallo, Herr Lanzen? Okay. Er hielt die Stellung. Jetzt sieht man so schön hier. Hier ist nichts mehr gespottet. Da muss er jetzt echt aufpassen. Er pinkt es auch an. Scorpion, finde ich, steht bisschen zu weit hinten. Der könnte gleich kassieren, aber naja, egal. Ach, was ploppt denn da auf? Ich rede zu viel. Mon Dieu. Centrato? Oh, er zuppelt. Bisschen nervös im Abschluss. Kenne ich. Habe ich auch oft manchmal das Problem. Kann mit der Maus-Sensibilität zu tun haben oder es macht mich einfach aufgeregt. Ne? Das kann ja auch mal sein. Wir sind ja alles nur Menschen, auch Onkel Tim. Ne? Jetzt muss er echt aufpassen, links. Scorpion. Spiker, sehr schön. Also, sie hat jetzt was gesagt, so, also ich glaube, Razzato. Und jetzt andiamo. Ei, jetzt kriegt er von links, jetzt muss er gucken. Scorpion lebt auch noch, aber ich finde ihn zu. Ich weiß nicht. Ja, als hätte ich es gerochen. Na, egal. Ach, ich zuppel jetzt mal meine eigene Kamera. Da kommt Objekt 263. Gucken, ob er da ein Schüsschen drauf kriegt. Immerhin schon 2 Kills, 3000. Für mich wäre das jetzt auch eine gute Runde. Kann man auch schon zufrieden sein.
Er kann aber echt gut arbeiten da vorne. Es scheint niemanden zu stören. Aber jetzt wird ihm die Kiste scheinbar doch auch ein bisschen zu heiß. Jetzt zieht er sich strategisch wichtig zurück. Ne? Weil, wenn der Challenger auch noch tot ist, kann sein, dass er ordentlich kassiert. Oh, wenn so ein Stritz aufgeht. Noch ein Blind, komm. Jawohl. Wenn so ein Stritz aufgeht, ist was Geiles. Da muss man einfach drauf schießen. Guck, jetzt ist der Challenger tot. Ah, nette Pose hier. Fahre ich eigentlich selten an. Sehr gut. Merkt euch mal das Loch hier. Das Loch. Okay. Objekt 263. Mal gucken, ob er alle drei versenkt. Ich würde den Clip leer machen. Eins. Ah, zwei. Mon Dieu. Jetzt. Jawohl. Balcorpo, sagt sie, die nette Dame. 45 TP, weiß nicht so recht. Soll er sich ihn... Ah, soll er sich den Italiener gönnen? Oh, Mensch, ich mach mal wieder Freikamera. Tim, Tim. Das ist nichts für einen alten Mann, das Gezuppel. Aber vielleicht könnte er... Ne, das ist kein Heavy. Er muss auf den Leopard PTA aufpassen. Er hat echt eine geile Gun. Einmal zu viel gepiekt und er geht raus. Was macht denn die Super Hellcat? Oh. Das war dein Tod, oder? Hey Jungs, ihr könnt doch nicht mit nur... Egal. Super Hellcat, das war ein Fehler. Jo. So, zur Situation. Entschuldigung, ich wollte eigentlich Pause machen, aber eben das Denken, Reden und die Steuerung ist ein bisschen schwierig. Hier haben wir das Objekt 263, ist ein bisschen out of game. Da haben wir noch zwei Heavys und das größte Problem, glaube ich, was er hat, ist der Leopard hier. Da muss man echt gucken. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Und ich glaube, hier hinten, ja, dann Kanonenjagdpanzer hat es noch hier. Also hat eigentlich alle Karten in der Hand, würde ich sagen. Ich muss aber unsere Pause machen, um das selbst reflektiert zu sehen. Ne? Das geht mir viel zu schnell. Nee, ich will ja auch ein bisschen kommentieren, was ich da so sehe. Ne? Und er steht immer noch in seinem Loch hier, in seiner Grube, spielt Häschen in der Grube. Sieht gut aus. Aber komm, da ist doch... Kann man da nicht? Na doch, 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 doch. Da, 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 ja. Lecker. Eieieiei. Uiuiuiui. Das zuppelt. Sie hat wieder gesagt, Inocinui Astruto. So ähnlich. Was es heißt, weiß ich nicht. Vielleicht haben wir italienische Zuschauer. Vielleicht könnt ihr mir sagen, was das bedeutet. Okay. Zur Situation ist Objekt 263, Kanonenjagdpanzer Leopard PTA. Wiederum sein größtes Problem ist der Leopard PTA, meiner Meinung nach. Och, mon Dieu. Eine tote Arti ist eine Punkt, Punkt, Punkt gute Arti, sag ich jetzt mal. Leopard geht zu, ist zu weit weg. Jawohl, wir haben schon über 5000 auf der Uhr, meine Fresse. Er hat herrlich arbeiten können da vorne in der Ridgeline, also das freut natürlich den Standard B, ne? Nehmen wir den noch mit? Ja, würde ich auch sagen. Preso? Sie sagt Preso. Ah, der Leopard ploppt auf. Fährt vor. Okay. Versuchen ein kleines Crossfeuer aufzubauen. Leopards Problem ist, Tim hat's auch gesehen. Ja. Okay. 263 capped. Ja, okay, und man muss sich auf Gletscher, ist eine relativ große Karte, finde ich, trotzdem einigermaßen sputen, weil. Auch wenn nur einer capped ist, nur 1 Minute 30, dann musst du schon mal hinmachen, ne? Moment, Schluck Kaffee. Hm. Klar, er weiß, wo der Leo steht. Jetzt hat er rechts. Jawohl. Wunderbar. Wunderbar. Ja. Hm, hallo. Na, kriegen wir den rein? Nein.
Er kann vorfahren. Das Objekt 263 hat kein Schussfeld. Meiner Meinung nach auf ihn. Jawohl. Eins, zwei, drei AP. Willst du mich verarschen? So. Dem verrat mir mal, was du da in dem Moment gedacht hast. Hast du das auch gedacht? Willst du mich verarschen? Oh, 30 Sekunden. Oh, jetzt wird's aber... No win. Aha, aha. Lose Team. Go fast. Mal gucken, ob die nette Dame wieder Brazo sagt. Ah, 15 Sekunden. 14, 13. Schieß doch, Tim! Nein! Oh ne, bist jetzt lose oder was? Komm, komm. Boah, letzte Sekunde, ey, das könnt ihr doch nicht mit mir machen, Leute, ey. Ich habe schon zu viel Kaffee heute gehabt. Das war ein guter Schuss. Tim! Nicht so nervös, obwohl ich wäre nicht in dem Moment nervös. Ne? 6737, meine Herren. Aber ich habe gehört, da hat sie in der Chatgruppe das gepostet und ich habe es gesehen, auch die Stats, das rede ich eigentlich für einen Klump, über 7100 und 9 Kills, das war ein Panzer. Wirklich eine geile Runde, muss ich sagen. Kompliment. Das Tuppen kenne ich sehr gut. Problem habe ich auch auf dem Schluss, aber gut. Das Spiel schön gelesen und aufgepasst, vor allem hier, als die Flanke zusammengebrochen ist, sich zurückgezogen in dieses komische Erdloch da, muss ich mir mal merken. Komme ich auch nie drauf. Und wirklich schöne Runde. Ja. Okay, also genug Dumpfsinn gelabert. Italienisch muss ich noch ein bisschen arbeiten dran. Ich mache vielleicht mal irgendwann einen Kurs, wer weiß. Schauen wir mal. Dann kann ich das besser übersetzen. Aber sonst muss ich sagen, nice Runde. Und bis demnächst auf dem Kanal. Abonniert gerne und aktiviert die Glocke. Bis dann.